So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. In der letzten Folge haben wir, was haben wir da geschafft? Wir haben glaube ich den Verfolger umgelegt. Wenn ich mich nicht täusche, es ist schon wieder ein bisschen her. Ganz kurz zur Information, diese und nächste Folge muss ich leider nachkommentieren. Denn mir ist die Audiospur irgendwie ziemlich abhanden, also nicht abhanden gekommen, aber sie zeigt halt so gut wie nichts. Der Mikrofonpegel war bei mir irgendwie falsch eingestellt und deswegen sind die halt eigentlich unbrauchbar. Außer ihr würdet jetzt ein lautes Rauschen bevorzugen. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall. Genau, die nächsten beiden Folgen dann nachkommentiert. So, und jetzt muss ich gerade selbst noch kurz überlegen, was wir gemacht haben. Das ist schon wieder alles so lange her. Ich glaube, ich überlege, dieses Dralek-Schwert halt mir auszurüsten. Dass wir aber definitiv die falschen Skills dafür haben. Ich habe da gerade nachgeguckt. Wir brauchen 25 Stärke und 20 Geschicklichkeit für das Schwert. Haben aber nur 11 und 10. Das heißt also, wir sind da mehr als 20 Level von entfernt. Also im Grunde können wir das vergessen erstmal. So, und da gucke ich gerade, glaube ich, wegen dem Bogen. Weil Pfeile sind echt nicht schlecht. Pfeile werden wir auch in den späteren Folgen und so weiter, werden wir die auf jeden Fall mal benutzen. Pfeile sind echt eine super Erfindung. Vor allen Dingen, weil sie halt so billig sind. Kosten nur 10 Seelen pro Stück. Und so kriegt man dann halt, wie ihr seht, schon 100 Pfeile für 1000 Seelen. Also fast nichts. Und sie sind halt echt ziemlich gut. So, und da gucke ich gerade, 12 Geschicklichkeit brauchen wir für den Bogen. Wir haben 11, glaube ich, oder 10. Und deswegen wollen wir da mal kurz leveln, um auf die entsprechende Stufe zu kommen. Ich schau mal kurz das Mikro ein bisschen näher ran. Ne, genau, wir haben 10 Geschicklichkeit und wollen eigentlich auf 12. Da habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht und bin nur auf 11 gegangen. Das ist mir dann später auch aufgefallen. Und dachte jetzt, ja, das wird schon gehen. Haben ja jetzt 11 Geschicklichkeit. Hab aber vergessen, dass es halt wirklich 12 sind, die wir brauchen und nicht 11. Deswegen, ja. Werden wir später sehen, oh, können wir gar nicht benutzen. Zumindest nicht mit vollen Stärken, mit der vollen Stärke. Oder ich benutze gleich noch Seelen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ganz kurz zu einem anderen Punkt. Ich habe jetzt privat noch sehr viel Dark Souls gespielt. In der letzten Zeit, ich habe glaube ich gestern mit zwei Kumpels zusammen 10 Stunden gespielt oder so, das ist unfassbar. Und das Spiel nimmt kein Ende und es wird immer besser und es ist unglaublich, wie gut dieses Spiel ist. Und es wird ein sehr langes Let's Play und ich freue mich extrem drauf. Und auch hier gucke ich gerade mal nach der Ausrüstung, was wir da so benutzen können, alles. Und ich merke gerade mal, wenn ich nicht in-game selbst kommentiere, ist diese Ausrüstungsphase ja doch schon lang andauernd. Sagen wir es mal so. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir hingehen wollen. Denn hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin. Links in diesem, in dieser Ruine. Hier nochmal ganz kurz zu dem Eid. Das wird mir im zweiten Part auch nochmal berichtigt in den Kommentaren. Den Eid, den man hier leisten kann. Das ist ein Eid, der eigentlich für Anfänger nicht gedacht ist. Der funktioniert nämlich so, dass man dauerhaftes Aztekenfeuer quasi besitzt. Aztekenfeuer ist dieses Leuchtfeuer, was man verbrennen kann an einem bestimmten Leuchtfeuer, um die Gegner dort wieder spawnen zu lassen, in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad und mit dem Nachteil, dass man weder invaded werden kann, noch Summon-Zeichen legen kann und sonst anderweitig von der Welt abgeschnitten ist. So, und hier, was mache ich da jetzt? Gute Frage. Also ich glaube, wir gehen jetzt gleich in dieses Gebiet darunter. Da waren wir nämlich, wie gesagt, noch nicht. Da überlege ich, glaube ich, gerade, ob das wirklich sinnvoll ist, dahin zu gehen. Und wo wir sonst noch hätte hingehen können. Im Grunde genommen, oder? Jetzt kommen auf einmal die ganzen Zeichen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Da können wir wohl noch nichts machen. Da werden wir dann aber
glaube ich, später nochmal zurückkehren. Ich weiß aber nicht, ob in dieser Folge schon oder in der nächsten oder sonst wann. Auf jeden Fall gehen wir hier erstmal runter. Wie gesagt, hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja auch so ein Gebiet, wo man schon von Anfang an hin kann, rein theoretisch. Ah, hier ist noch eine Kiste. Gucken wir mal, was da drin ist. Ein Karmesinprisma. Das ist quasi nur ein Schild, den man für den Anfang benutzen kann, wenn man wollte. So, genau ist hier. Und hier ist für den Anfang eigentlich erstmal so eine Sackgasse. Ich bin hier auch ganz am Anfang, als ich das Spiel angefangen habe, mal runtergegangen. Hab kurz reingeguckt und dachte, hey, ist ja gar nichts. Aber wie ihr seht, hier ist ein kleiner Schalter oder eine kleine Zugvorrichtung, sagen wir es mal so, die man auch schon von Anfang an betätigen kann, um dort diesen Weg zu öffnen. Und dieser Weg führt in ein komplett neues Gebiet, wie man sich vielleicht schon denken kann. Wo man vielleicht am Anfang noch nicht hin sollte, aber das ist ja dem Spieler überlassen. Es ist ja im Grunde wirklich dem Spieler überlassen, ob man jetzt anfangs hier hingeht, sofern man das halt kann, aber in diesem Fall können wir es. Oder ob man beispielsweise dieses Loch runterspringt, was in Majula ist. Auch dort werden wir später noch hingehen oder runterspringen werden oder sonst was. Auch da könnte man rein theoretisch von Anfang an hin. Ob das sinnvoll ist oder nicht, oder ob man das schafft oder nicht, ist dann dem Spieler überlassen. So, was mache ich jetzt hier? Ich glaube, ich rüste noch ein. Achso, das Diebeschwert gucke ich mir gerade nur an. Aber das kann man getrost weglassen. Ist vielleicht von Anfang an gar nicht so schlimm, wenn man hier wirklich halt mal hingeht, um ein bisschen Ausrüstung zu sammeln. Aber ist ansonsten wirklich nicht der Rede wert. So, und hier kommen wir in ein Gebiet, was ich persönlich sehr geil finde. Eins der schönsten Gebiete in-game. Heides Flammenturm. Erinnert mich sehr an Anno Londo, hat aber irgendwie auch, ich weiß nicht warum, so ein Assassin's Creed Charme. Keine Ahnung warum, aber es gefällt mir richtig gut. Der Himmel, der Leuchtturm da, dieser Flammenturm. Und die Wellen und alles. Alles in diesem Gebiet ist einfach wunderschön. Auch die Statuen und sowas. Sehr, sehr geil. Und warum es mich auch noch an Anno Londo erinnert, ist nicht nur also das Gebiet an sich, sondern auch diese Gegner. Diese riesigen Ritter. Die, wie wir sehen, gar nicht so viele Lebenspunkte haben. Die ein bisschen was an Lebenspunkten echt ziehen, wenn man getroffen wird. Die aber tatsächlich, wenn man mal blockt zum Beispiel, gar nicht so schwer sind. Wir blocken da schon echt eine Menge weg und kaum Ausdauer wird verbraucht, wenn wir bei den Blocken irgendwelche Angriffe. Wahrscheinlich praktisch ist. Ich muss mal gleich gucken, wie viel Seelen die bringen. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung vom Seelenlevel her. Wie gesagt, die kann man eigentlich, wenn man wollte, in einer Kombination, einer Schlagfolge, kann man die wohl umlegen. Bringen 400 Seelen. Ist eigentlich nicht schlecht, dafür, dass man halt wirklich schon von Anfang an hier hin könnte. Nur weiß ich natürlich nicht, wie das mit jetzt einem normalen Schwert aussieht oder mit einem Dolch oder so. Das ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen was schwieriger. Logischerweise. Aber generell ist in diesem Gebiet, dafür, dass es eigentlich, um das mal vorwegzunehmen, gar nicht so ein großes Gebiet ist, ist hier schon echt eine Menge, was man erledigen kann. Hier haben wir edlen Knochenstaub gerade gefunden. Der lässt das jedes Mal droppen, dieser Gegner. Also, er lässt es einmal droppen und danach halt nie wieder, aber die erste Chance besteht auf jeden Fall. Und da unten steht schon: Verbrennen in Leuchtfeuer stärkt erstes Flakon. Das können wir benutzen, um ähnlich wie bei Dark Souls 1. Dort gab es ja die Feuerhüterseelen, womit wir das Estus verstärken konnten. Dort hatte man ja jederzeit 5 Estus, beziehungsweise 10 oder 15 oder sonst wie. Die konnte man ja noch dann verstärken. Aber dort gab es dann die Möglichkeit, diese Estus auf plus 1, plus 2, plus 3 zu bringen. Ähnlich wie die Waffen und Rüstungen, die man verbessern kann, werden dort die Estus an sich verbessert. So dass wir die gleiche Menge besitzen. Aber diese Menge dann halt stärker ist. So, und hier kommt schon so ein Hebel herausgefahren, dafür, dass wir die Gegner umgebracht haben. Und dort hinten passiert jetzt irgendwas. Ich persönlich bin mir gar nicht ganz genau sicher, wofür das dient. Ich gehe davon aus, wir sehen schon rechts, wenn man mal genau hinguckt, sieht man rechts so eine kleine graue Nebelwand. So, das bedeutet, dass das Ende der Nebelwand wäre. Heißt also, ein Anfang der Nebelwand muss auch ein Ende haben. Und ein Anfang, sage ich mal, hat eigentlich nur ein kleiner Bosskampf. Sagen wir es mal so.
Weil hinter dem Bosskampf können wir erst hin, wenn wir den Boss besiegt haben. Also die graue Nebelwand. Und ich glaube, soweit ich es weiß, ich habe es noch nicht anders ausprobiert, bereiten wir diesen Bosskampf dort vor, indem wir diesen Schalter betätigt haben, um dort diesen Bereich, diesen Kampfbereich größer zu machen. So verstehe ich das zumindest. So, aber mal davon ab, sind wir hier in so einer kleinen Kathedrale, die auch echt ziemlich cool aussieht, mit drei so Rittern, wo echt schon mehr Ritter, also auch wenn es jetzt nur zwei Ritter sind, dann wird es schon echt schwieriger, weil sie halt dauerhaft irgendwie angreifen. Und man nur schwer eine Gelegenheit findet, wo beide entweder mit ihrer Angriffsfolge durch sind oder nicht angreifen können, weil sie, weiß nicht, blockiert werden von dem Vordermann, so wie da jetzt. Da findet man nur wenig Gelegenheiten, mal tatsächlich zuzuschlagen. Ist ansonsten natürlich nicht viel schwerer als sonst. So, aber ansonsten finde ich diese ganze Location schon echt cool. Wir sehen auch im Hintergrund, wenn ich mich hier die ganze Zeit so im Kreis bewege, diese God Rays, die in diese Kathedrale scheinen, also diese einzelnen Lichtschein-Dingens, sage ich mal. Wie sagt man das? Die durch die Torbogen und so weiter durchscheinen, sodass man so einen einzelnen Lichtstrahl sieht. Das sind immer God Rays. Und ich finde, die machen immer sehr viel aus. Dahin sieht man sie jetzt nochmal, diese einzelnen Lichtscheine. Die finde ich auch generell in Spielen, in Artworks und sonst was finde ich das immer sehr cool, wenn sowas eingebaut ist. Und wir hören schon wieder so ein Klacken von einem Schalter und da hinten sehe ich ihn sogar. Also genau, das, was da jetzt auf uns zuscheint in verschiedenen, also durch diese ganzen Torbogen da hinten, das sind God Rays. Und ich finde, das macht das Spiel echt sehr gut. So, und was da jetzt passiert? Genau, da wird wieder nochmal so eine Plattform hochgefahren, die, wie gesagt, schätze ich, diesen späteren Bossbereich einfach vergrößert, glaube ich. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, weil ich habe es noch nie probiert, in dieses Gebiet zu gehen, in diesen Bosskampf, ohne diese Schalter zu betätigt haben. Wobei ich den Schalter hinter mir, glaube ich, jetzt gerade vergessen hatte, mal damals. Ist aber auch egal. Wir gehen erstmal nicht in diese Richtung. Wir gehen erstmal hier diesen zweiten Weg entlang. Wir können hier nämlich quasi eine kleine Abzweigung benutzen. Da geht es dann zu zwei verschiedenen ja, Bereichen. Und wir gehen zunächst in diesen hier, weil ich diesen hier auch sehr viel spannender finde. Und da dachte ich mir, benutzen wir den zuerst, bevor wir jetzt in die andere Richtung gehen. Aber werden wir dann noch sehen. Genau, hier unten liegt noch ein kleines Item, das haben wir schon von weiter weg gesehen. Und zwar sind das göttlicher Segen einmal. Gut, ist eher unwichtig für uns. Entfernt quasi jede Statusveränderung und heilt es ein bisschen. Tut mir leid, da muss ich ein bisschen gehen. Ah, noch hier der Himmel, ey. Echt ziemlich cool. So ein Gebiet müsste man echt öfter ins Spiel sehen. Das ist auch so ein bisschen so ein unverbrauchtes Szenario, sagen wir mal. Oder so eine Ortschaft oder wie auch immer. Mit so alten kirchlichen Bauten und an der Küste und weiß ich nicht. So ein Sonnenuntergang-Feeling. Sonnenuntergangsfeeling und alles. Das ist irgendwie echt cool. Das erinnert mich tatsächlich halt wirklich an Assassin's Creed, zumindest an den zweiten Teil. Einfach wegen dieser Bauweise der Kirchen und sonst was. So. In diesem Fall haben wir jetzt so eine dicke Zugbrücke runtergefahren. Auch die fand ich echt gut gemacht, so wie sich die Ketten noch bewegen. So relativ dynamisch und einfach diese riesige Brücke runterfährt. Blaue Kathedrale. Also ich finde, aus technischer Sicht ist das Spiel echt gut geworden, dafür, dass der erste Teil technisch halt wirklich nicht so gut war. Ring des Bindens und fünf Menschenbilder. Fünf Menschenbilder schon enorm. Haben wir schon insgesamt 11. So, Ring des Bindens, gucken wir mal. Zauberquarzring brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Sorry. Begrenzt den TP-Abzug als Hülle. Ist gar nicht schlecht. Können wir, glaube ich, in diesem Moment sogar ausrüsten.
Ist in dem Fall nicht schlecht, weil. Oder wir rüsten einfach den Lebensring aus. Stimmt, wir sind gerade gar keine Rille. Hülle. Gut, erklären wir es gleich. Erstmal gehen wir durch diese Nebelwand. Wir rüsten das erste Flugzeug aus. Wir haben nur noch eins, aber das sollten wir wohl schaffen. Und hier ein sehr schöner Bosskampf gegen einen alten Veteran, den wir auch schon Dark Souls 1 kennen. Ornstein nämlich. Zumindest ist es das Bewegungsmuster. Er sieht relativ genauso aus, nur in einer schwarz-grauen Rüstung und nicht in einer goldenen Rüstung. Alter Drachentöter heißt er hier. Wir wissen nicht genau, oder ich weiß nicht genau, ob es jetzt so ein Nachfahre von Ornstein ist oder ob es wirklich Ornstein ist. Oder ob es jetzt irgendwie so eine Art Bund ist, wo alle so aussehen und Ornstein jetzt ein bestimmter davon war. Genau weiß ich das nicht. Aber so Ornstein an sich ist eigentlich erstmal keine Schwierigkeit. Und das sehen wir auch schon. Wir machen dem recht viel Schaden. Sein Moveset, meine ich, ist jetzt nicht so gestrickt, dass wir dort viel Schaden bekommen. Er zieht da uns noch ein bisschen was an der Ausdauer ab, sodass wir ein bisschen ausdauernd, also ich sag mal, vorsichtig kämpfen müssen und nicht übereifrig sein sollten. Und die Bossmusik ist hier auch ziemlich cool. Und auch hier wieder die Szenerie mit diesem roten Teppich und wenn wir gleich mal nach oben gucken, da sehen wir auch so rote Banner überall und das gibt schon echt ein cooles Feeling. Vor allen Dingen, wenn man gegen so einen alten, schon bekannten Gegner kämpft, aber in so einer anderen Form. Das finde ich schon extrem cool. Das gibt dem Ganzen auch so ein Römer-Feeling, finde ich. Ich weiß nicht, diese Rüstung, die wir anhaben, das ist ja auch mehr so ein Römer-Dings. Und genau, irgendwie gibt es so ein besonderes Feeling. Ich weiß auch nicht. Gut, wir haben uns bisher noch nicht heilen müssen. Was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. Und hier versuche ich ihm die Ausdauer komplett abzuziehen. Um ihn ja kurz zu Boden zu bringen. Also ihm kurz aus der Balance zu bringen. Und Zeit zu gewinnen. Habe ich in dem Fall nicht geschafft, weil wir einfach zu wenig Ausdauer ziehen. Und da werde ich leider getroffen. Sehr schwer sogar. Haben aber zum Glück Zeit uns, oder wir sind nicht tot. Und haben, glaube ich, Zeit uns zu regenerieren. Auch wenn es sehr gefährlich war. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass ich da nicht getroffen werde. So, er hat nur noch ein bisschen was an Lebenspunkten. Noch eine Schlagfolge und wir haben ihn. Echt kein schwerer Gegner. Ornstein und Smaug waren in Dark Souls 1 definitiv viel, viel, viel stärker, weil sie halt auch im Duo gekämpft haben. Hier einer alleine ist nicht so schwer. So, Ring des Löwen bekommen wir noch, oder Ring des alten Löwen. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Ist jetzt nicht so das, worauf wir unbedingt gehen brauchen. Und genau hier gucke ich mir nochmal diese Kathedrale an. Mit den Lichtern und mit diesen verzierten Fenstern und allem. Und sehr cool. Da hinten steht noch so ein Typ gleich. Wie wir sehen. Gucken, was der uns sagt. Ich schau mal gerade. Ja, okay, die Folge neigt sich auch dem Ende. Das ist schon mal ganz praktisch. Also, was heißt praktisch? Nachkommentieren ist einfach nicht so mein Stil. Deswegen fällt mir das immer schwer, so das Passende dann zu sagen. Ich habe es mir selbst eingebracht, deswegen ist es halt. Naja. Heideritter Eisenmaske haben wir hier gefunden in der Kiste. Die gar nicht so schlecht ist. Die wiegt nur ein bisschen mehr und hat dafür eigentlich ganz gute Stats. Sieht auch nicht so schlecht aus. Passt zu diesem Römer-Stil. Und die ist sogar leichter zu verbessern als diese Dralek-Rüstung. Weil die Dralek-Rüstung braucht glitzerndes Titanit, weil es eine besondere Rüstung ist. Und diese Heide-Maske kann, glaube ich, sogar ohne glitzerndes Titanit verbessert werden. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. So, das Turmschild würde eben diesen Römerlock perfektionieren. Ist uns aber zu schwer, ist ein Großschild und braucht dementsprechend viel Stärke. Haben wir leider nicht. Und wir sprechen mal mit diesem Typen hier. Transient being. This is no place for one such as you.
Be gone. You are not needed. Transient being, you would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Der will nicht mit uns reden. Und ich frage mich, warum. Wir sind im blauen Eid, also im blauen Transient im Eid der blauen Ritter. Und ich habe hier mal den Ring auch angezogen. Denn in meinem Spielstand war das so, dass ich mit ihm reden konnte. Und zwar, weil ich wahrscheinlich in diesem blauen Eid war. Oh, das sehen wir auch oben links, dass wir immer noch in diesem Eid sind. Und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich damit zusammenhängen müsste. Zumal er auch sagt, dass wir halt nicht für blauen Ritter bestimmt sind und so weiter. Und diese Kathedrale ja auch blaue Kathedrale heißt. Also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen mit diesem Eid hier. Und was eigentlich geschehen kann, ist, dass er uns quasi aufsteigen lässt. Wir sind dann also nicht mehr in diesem normalen Eid der blauen Ritter, sondern in so einem fortgeschrittenen Eid. Und der ermöglicht uns auch später, hier unten nämlich, dort ist ein Leuchtfeuer. Und dort sind auch drei so Statuen. Genau, und an diesen Statuen kann man, wenn man in diesem Eid beigetreten ist, kann man hier ein PvP-Event machen. Beziehungsweise, was genau dort passiert, weiß ich nicht, aber man kann sich dort hinknien und nach weiteren Spielern suchen, die eben auch diesem Eid beigetreten sind, weil sonst kann man sich ja dort nicht hinknien. Und dort kann man dann irgendwas machen, ob das dann ein Kampf ist, ob das vielleicht eine ganz neue Herausforderung ist, das weiß ich nicht genau. Ich habe es noch nicht gemacht, aber es funktioniert. Genau, und wir reisen nach Majula, sind dann, glaube ich, in der nächsten Folge erstmal dabei, unsere Estus, weil es da steht, Estus verstärken tun wir auch noch, aber ich rede eigentlich davon, dass wir unsere Aufstiegsmöglichkeiten nutzen, sagen wir es mal so. Genau, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dark Souls 2 wieder, ebenfalls nachkommentiert. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.